Pasito, pasito, suave, suavecito. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des BVB Karrieremodus. Heute geht es weiter und ihr habt letzte Episode die Gelegenheit gehabt, unter dem Video zu schreiben, ob ihr noch irgendjemanden haben wollt. Kurz vor dem Ende des Transfer Deadline Days. Allerdings hat sich da nicht mehr wirklich was ergeben und ihr wollt niemanden mehr wirklich haben. Was ihr haben wollt, ist Clickbait. Fand ich sehr süß von euch. Vor allem der Kommentar hier nach dem Motto, Max, du machst so gute Videos, du machst so viel Arbeit. Stimmt. Du kriegst keine Klicks. Stimmt. Und du verdienst mehr Aufmerksamkeit. Ohne mich selbst loben zu wollen, stimmt, aber Clickbait kann ich nicht. Es tut mir leid, es ist wie beim Fußball, ich kann mich auch nicht fallen lassen, wenn ich gefoult werde, ich kann das nicht. Also, ich brauche vielleicht einen von euch, vielleicht übernimmt jemand von euch meine Titel oder so. Vielleicht klappt das, aber ansonsten wird das halt wirklich schwierig und das ist es mir irgendwie auch nicht wert, weil ich verkaufe meine Seele nicht. Und ich finde eigentlich schon, dass ich jetzt momentan wieder zu viel Clickbait mache auf meinen Episoden, von daher... Naja, ist aber auch eine andere Geschichte. Ich hoffe einfach, dass über 17 mein Jahr quasi schlechtes Jahr wird und dass über 18 besser wird. Habe ich aber auch schon bei den letzten Wochen das gehofft. Aber egal, wir werden sehen, was passiert. Ich bin in England und ich habe einige Ideen und vielleicht wird sich der Kanal auch ein bisschen umstrukturieren, so ein bisschen mehr in eine andere Richtung, aber das hören wir dann. Zunächst einmal, wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord. Ja, 500 Likes haben wir letztes Mal geschafft. Sehr, sehr schön. Freue ich mich extrem drüber. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal auch wieder. Wäre ziemlich, ziemlich geil. Bayern hat gar nichts gemacht in der Winterpause. Auch interessant. Videobeschreibung auschecken. Links zu IG Vault 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV. Wenn ihr Coins braucht oder FIFA Points oder PSN Max auf Guthaben, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Unterstützt mich damit. Würde mich auch drüber freuen. Habt da relativ günstig und sehr safe Coins, die ihr euch holen könnt. Oder halt PSN Max auf Guthaben oder FIFA Points. Dann haben wir mit Merchandise und wir haben meine Social Media Links. Könnt ihr auch gerne mal auschecken. Ich gucke gerade mal so durch oder seppe mal. Okay, Tyson hat sich Schalke geholt. Aber ansonsten ist da nicht viel los, ne? In der Bundesliga. Ramos, wahrscheinlich Adrian, wechselt zu Gladbach. Und ja, gut. Darmstadt hat ein bisschen was geholt. Aber sonst sind wir wirklich mit Abstand das Team, was am meisten irgendwie Transferbewegung gehabt hat. Ja, gut. So, und damit ist die letzte Frist abgelaufen für Transfers in der Bundesliga. Das heißt, wir holen uns niemand mehr. Es verlässt uns aber auch keiner mehr, was schade ist. Vielleicht haben wir noch eine Leihe gehabt. Es gab den Hinweis, wo man einen neuen Rechtsverteidiger. Piszczek ist zwar gut und Paslak ist talentiert, aber Paslak ist noch nicht gut genug. Sehe ich anders. Ich sehe Paslak deutlich gut genug eigentlich. Unsere Jugend ist sehr stark eigentlich, ne? Allerdings halt leider Gottes, abgesehen von Brauer, nur Offensive. Und da haben wir eigentlich genug und vor allem genug Talente. Batra möchte mehr Gehalt haben. Irgendwie ist Batra momentan in jeder Episode dabei. Letzte Episode wurde mir jetzt vorgeworfen, mit Terror-Likes zu geil. Also wenn ich nicht mal meinen Beileid aussprechen darf und dann sagen darf, wenn es euch genau... Also wirklich, es gibt Leute, die viel schlimmer um Likes betteln als ich. Ja, allgemein gibt's... Ich müsste eigentlich mal hier einen auf Tanzverbot oder auf Kuchen-TV machen und komplett alles auseinandernehmen, was mir nicht gefällt. Das aber reicht, glaube ich, schon, wenn ich das auf Twitter mache. Wenn ihr sowas sehen wollt, geht auf Twitter. Wobei, da mache ich es halt auch nicht. Da habe ich letztens eine schöne Diskussion mit Hansus gehabt. Lest ihr euch durch. Jetzt geht's gegen Leipzig. Ganz, ganz schweres Spiel. Auf jeden Fall, auch wenn Leipzig in der Tabelle nicht ansatzweise so gut dasteht wie in Realität, sind 14. Haben also noch ein bisschen Abstiegssorge mit nur 19 Punkten, auch wenn sie drei immerhin vorm Relegationsplatz... 4. Vom Relegationsplatz haben. Mathe war noch nie meine Stärke. Doch, irgendwann. Aber ist egal. Ich rede viel zu viel meistens Brei. Ich bin gut gelaunt. Ihr merkt das vielleicht. Unser Team sieht folgendermaßen aus. Wir haben eigentlich die perfekte Startformation. Das Ding ist, euch fällt auf, Bender spielt nicht. Kimpembe spielt. Ich will den spielen lassen, weil der ist halt ausgeliehen. Der muss halt Spielpraxis sammeln. Tolisso, Weigel und Nainggolan im Mittelfeld. Das ist das Beste, was ich momentan habe, finde ich. Ich soll Götze mehr spielen lassen. Den Anreiz kann ich nachvollziehen. Deswegen kommt er mal wieder mit auf die Bank. Allerdings haben wir da halt viele starke Spieler, ne? Und ich weiß gar nicht, wen ich alle spielen lassen soll. Deswegen die drei werde ich wohl einwechseln, aber schauen wir mal, wie das Spiel laufen wird. Vielleicht nehmen wir auch Rot und ich muss mal Innenverteidiger einwechseln. Werden wir dann sehen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Und ich denke mal, wir werden jetzt Leipzig in die Schranken weisen. Das ist unsere Aufgabe. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann erwarte ich auch die 500 Likes. Genug gebettelt, das reicht mir. Echte Liebe gegen Plastik, BVB gegen RB, Borussia Dortmund gegen Leipzig, der Aufsteiger zu Gast im Signal Iduna Park und natürlich eine ganz, ganz aufgeheizte Atmosphäre vor dieser Partie. Der BVB muss unbedingt gewinnen, um weiter an der Tabellenspitze zu bleiben und RB darf im Abstiegskampf sich normalerweise keinen Patzer erlauben und muss jeden Punkt mitnehmen, den sie irgendwie bekommen können. Aber natürlich schwierig gegen starke Dortmunder, die zuletzt vor allem in der Anfangsphase immer wieder aktiv waren und auch heute direkt mit der ersten Gelegenheit gefährlich vor das Tor kommt. Pierre-Emerick Aubameyang
die erste dicke Chance direkt nach dem Anstoß. 1:0, keine 2 Minuten gespielt. Und der Gabuna direkt mit seinem 10. Saisontor. Ganz, ganz stark der Laufweg zusammen in Kombination mit Usman Dembele. Gulashi chancenlos und 1:0 für den BVB, der direkt genauso weitermachte. Das ist hier, ja, wieder Usman Dembele setzt sich klasse durch im 16er der Abschluss und Gulashi mit einer Wahnsinnstat verhindert das 2:0, wahrscheinlich schon die Vorentscheidung. Aber Dortmund machte weiter, immer weiter über Usman Dembele. Ball in die Mitte. Tolisso scheitert erneut an Gulashi. Der war der Einzige, der irgendwie aktiv war auf dem Platz bei RB. Ansonsten gab es von denen nicht viel zu sehen in der ersten Halbzeit. Überhaupt nur eine wirkliche Aktion. Eine Flanke direkt auf den Kopf von Piszczek in der gegnerischen Hälfte. Ansonsten kam nicht viel mehr vom BVB. Aubameyang, nächste Gelegenheit, der Pfosten rettet. Erneut allerdings Dembele mit der Nachschusschance. Der Ball wollte nicht das zweite Mal ins Tor. Und der Ungar Gulashi tat gut daran, seiner Mannschaft hier bis zu diesem Zeitpunkt das Leben zu retten. Dann die zweite Halbzeit und dann der Auftritt von Rajan Nainggolan. Bisher 2 Spiele, 2 Tore in der Bundesliga. Bekommt den Ball auf links außen, gar nicht seine Position. Aber was hier mit der Defensive von RB macht, ist einfach nur genial. Abschluss, Tor als 2:0. Und das dritte Tor für Rajan Nainggolan im dritten Spiel. Der 50-Millionen-Transfer von der Roma zeigt genau, warum er 50 Millionen gekostet hat. So ein Solo von einem zentralen Mittelfeldspieler, das sieht man nicht allzu häufig. Und wenn, dann sicherlich nicht von einem Rajan Nainggolan. Zumindest erwartet man es nicht, aber er beweist hier, dass 50 Millionen definitiv gut angelegtes Geld sind. Und der BVB machte weiter. Nächste dicke Gelegenheit. Dembele an die Latte. RB schwankte, RB strauchelte und RB kam vor allem nicht vors Tor. Nicht ein Torschuss in den kompletten 90 Minuten, nicht ein Schuss in Richtung Tor, nicht mal ein Schuss innerhalb der 90 Minuten. Ganz, ganz schwache Vorstellung von den Männern aus Leipzig und der BVB machte immer weiter, spielte nach vorne und hatte dicke Gelegenheiten. Gerade der Freistoß von Nainggolan nicht so gefährlich, allerdings hier nach einem Eckball, der war aus einem Einwurf entstanden, die Kontergelegenheit, Gulashi mit aufgerückt und Dembele allein auf weiter Flur. Dembele zu schnell für die Defensive, Dembele zu schnell für Gulashi und Dembele mit dem 3:0. Demütigung für RB im Signal Iduna Park. Das Westfalenstadion bebt und MGT bebt und der ganze BVB bebte vor sich hin. Eine beeindruckende Leistung. Nicht eine gefährliche Aktion, nicht ein gefährlicher Spielzug von RB. Der BVB an Tabellenspitze. Und wenn die so weitermachen, werden die eine Gefahr für die Bayern, die ihren nächsten Meistertitel wollen. Aber dieser BVB ist bereit für alles und sicher auch für die Meisterschaft. Kein Torschuss. Keine Chance. RB Leipzig in die zweite Liga, das müsste euch doch gefallen. Und dazu haben wir jetzt noch das Match gegen Köln, das wird, denke ich mal, auch ganz interessant. Isak steigt auf 73, die Zahl gefällt mir besser als 72. Bartra verlängert übrigens seinen Pokal und wir sind im Gast. Wir sind zu Gast im Vertrag. Genau, schneide ich nicht raus. Mir egal, wir sind zu Gast im Pokal beim ersten FC Köln. Bartra verlängert seinen Vertrag und natürlich werden jetzt wieder Spieler angesetzt, die normalerweise nicht zwingend zum Zug kommen. Reus lasse ich in der Startelf, auf der rechten Seite Pulisic, vorne drin Isak. Natürlich haben wir noch Mohr und Schürrle, aber wir können ja auch wechseln. Dann haben wir hier Rode, Götze natürlich, das habt ihr euch gewünscht, dann wird er auch spielen. Stark im Mittelfeld, Bender und Bartra in der Innenverteidigung. Paslak auf rechts, auf links Schmelzer, der mittlerweile verdrängt wurde. Und im Tor lasse ich Horn, weil der spielt ja gegen Köln. Ja, ich würde sagen, das ist unsere Elf. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Wen setze ich noch auf die Bank? Castro. Ach, Castro ist ja auch noch da, ne? Ups, das hatte ich jetzt irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Dann nehme ich doch glatt mal den Rode raus und pack den Castro rein. Gut, dann müsste das auch funktionieren. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wie immer. Let's go. Nach der zuletzt so beeindrucksvollen Vorstellung gegen RB heute die nächste Aufgabe für den BVB, allerdings im Pokal gegen den ersten FC Köln und die Kölner gerade zu Hause eine absolute Macht und das könnte der Trumpf für die Geißböcke sein, um die Schwarz-Gelben zu besiegen. Timo Horn an alter Wirkungsstätte, genauso wie Roman Bürki gegen die alten Kollegen, waren ja vor der Saison im Tauschhandel zum jeweils anderen Verein gewechselt und heute sollte das natürlich für beide nicht im Mittelpunkt stehen, weil beide wollen in die nächste Runde einziehen und das weiß auch MGT und da dementsprechend vorher jegliche Interviewversuche mit Timo Horn abgeblockt. Erste Situation der Partie und direkt der BVB im Vormarsch. Götze mit dem Ball auf Isak. Isak mit dem Schuss. Isak mit dem 1:0. Was für ein Start für den BVB. Zuletzt hatte es gegen Leipzig nach gerade mal 2 Minuten geklingelt. Hier dauerte es gerade mal 5, bis der Schwede das 1:0 für den BVB erzielt. Götze heute in der Startelf und Isak nutzt seine Gelegenheit für Aubameyang in der Spitze vorne drin und direkt mit seinem ersten Pokaltreffer. Es geht weiter. Pulisic mit dem Ball auf Marco Reus. Nächste Gelegenheit. Der Nationalspieler und die
Parade von Bürki, der beim 1:0 gar keinen Stich gesehen hatte, hier mit der guten Parade. Weiter Marco Reus, der auffällig war in der ersten Halbzeit, aber nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Castro köpft den Ball daneben, Reus wurde ausgewechselt und Köln machte Fehler. Bürki gegen Isak, da hat er wohl noch das falsche Trikot im Kopf gehabt. Der Schwede mit dem Doppelpack und er musste gar nicht so viel dafür tun. Er wird hier im Endeffekt angeschossen von Roman Bürki, der den Ball nicht kontrollieren kann nach dem Rückpass von Neven Subotic, der ja ebenfalls vom BVB zu den Kölnern ausgeliehen bzw. gewechselt ist. Ganz, ganz bitter für ihn also. Und es war fast noch bitterer, als Emre Mor das 3:0 auf dem Fuß hatte. Diesmal eine gute Parade des Schweizers, der seine Mannschaft zumindest noch im Spiel hält. Aber dann die Schlussphase und der BVB hatte Platz zum Kontern. Hier der Ball noch in den Rückraum abgewehrt. Allerdings kommt er dann zum eingewechselten André Schürrle und der ist eiskalt vom Tor gegen den ehemaligen Rivalen, der ehemalige Leverkusener, mit der endgültigen Entscheidung und Deklassierung des 1. FC Köln, die überhaupt keine Gelegenheit hatten, in dieser Partie irgendwie reinzukommen, hatten zwar im Vergleich zum RB Leipzig Torschüsse aufzuweisen, aber das Team von Peter Stöger trotzdem mit einem ganz schwachen und blutleeren Auftritt. Der BVB also im Halbfinale des DFB-Pokals, Köln scheidet aus und man muss sich mittlerweile wirklich Gedanken machen, was aus diesem Team mit diesem breiten Kader noch alles werden kann. Souverän haben wir drauf in letzter Zeit. Das nächste 2:0-Spiel, das nächste 3:0, diesmal sogar auswärts. Und ich bin begeistert, ehrlich gesagt, weil das war eine sehr, sehr starke Leistung. Mal sehen, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Aber ich denke mal, damit konnte sich auf jeden Fall ein Götze weiterempfehlen. Die Sache ist nur, für wen soll ich den spielen lassen? Weil Weigel, Tolisso, schreibt das mal in die Kommentare. Das war's mir von dieser Episode. Ich mache eine Infokarte. Für wen soll Götze denn wenn spielen? Für Nainggolan? Für Tolisso oder für Weigel, weil diese denn der Startelf fester Bestandteil an sich. Und naja, deswegen ist es eigentlich ganz schwer, den da rauszunehmen, finde ich. Also reinzunehmen irgendwie und einen von denen rauszunehmen, finde ich zumindest. Vielleicht sieht ihr es anders. Wir sind Tabellenführer in der Bundesliga. Wir stehen im Pokal im Viertelfinale und wir können sehr zufrieden sein mit dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr alles auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung raus und bis zum nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.